Здравствуйте, дорогие друзья! Вас ждут небольшие изменения на нашем канале, и мы для вас приготовили новинки. Сейчас будут появляться уроки с разными голосами и разными учителями, которые будут записывать для вас уроки, чтобы вы не привыкали только к одному голосу. Это очень важно для восприятия на слух, тренироваться, понимать разные голоса, разный темп и разные интонации. Мы надеемся, что это будет для вас полезно. Оставайтесь на канале, вас ждут еще сюрпризы в этом году. Поддерживайте эти новые уроки своими комментариями, лайками и делитесь ссылками на наш канал, на наши уроки с вашими друзьями и знакомыми. Dankeschön. Herr Müller und seine Backstube Das ist Herr Müller. Er ist Bäcker. Jeden Morgen steht Herr Müller sehr früh auf. Dann geht er in seine Bäckerei. In der Bäckerei macht Herr Müller den Ofen an und er bereitet den Bäckerteig vor. Dafür braucht er Mehl, Milch, Eier und Zucker. Manchmal nimmt er auch Rosinen oder Schokolade für den Teig. Wenn der Ofen heiß ist, formt Herr Müller aus dem Teig die Brötchen und Brote und er backt sie im Ofen. Es duftet sehr lecker. Nach einiger Zeit sind die Brötchen und Brote fertig. Dann kommen die ersten Kunden in die Bäckerei. Sie kaufen die frischen Backwaren. Es gibt Brötchen, Brote und auch Kuchen. Manchmal backt Herr Müller einen schönen Obstkuchen. Oder auch Muffins mit Schokolade. Das mögen die Kinder sehr gerne. Wenn alle Kunden bedient sind, räumt Herr Müller auf. Er reinigt die Maschinen und den Ofen. Dann kann er eine kleine Pause machen und selbst ein Brötchen essen. So geht es. Jeden Tag weiter. Denn Herr Müller ist Bäcker aus Leidenschaft. Und er freut sich, wenn den Kunden die Backwaren schmecken. Herr Müller und seine Backstube. Herr Müller und seine Backstube. Gaspardin Müller. Das ist Herr Müller. Das ist Herr Müller. Müller. Er ist Bäcker. Er ist Bäcker. Und Bäcker. Jeden Morgen steht herr müller sehr früh auf jeden morgen steht herr müller sehr früh auf müller dann geht er in seine bäckerei dann geht er in seine Bäckerei. ohne свою Пекарню. In der Bäckerei macht Herr Müller den Ofen an. In der Bäckerei macht Herr Müller den Ofen an. Pikarne. Herr Müller зажигает die und er bereitet den Bäckerteig vor und er bereitet den Bäckerteig vor. И он готовит тесто для выпечки. Dafür braucht er Mehl, Milch. Eier und Zucker. Dafür braucht er Mehl, Milch, Eier und Zucker. Для этого ему нужны мука, молоко, яйца и сахар. Manchmal nimmt er auch Rosinen oder Schokolade für den Teig. Manchmal nimmt er auch Rosinen oder Schokolade für den Teig. Wenn der Ofen heiß ist, Formt Herr Müller aus dem Teig die Brötchen und Brote. Wenn der Ofen heiß ist, formt Herr Müller aus dem Teig die Brötchen und Brote. Когда разогревается, господин formiert aus Teste, Buse und Brot. Und er backt sie im Ofen. Und er backt sie im Ofen. Und er backt sie im Ofen. Und er sie im Ofen. Es duftet sehr lecker. Es duftet sehr lecker. От них очень вкусно пахнет. Nach einiger Zeit sind die Brötchen und Brote fertig. Nach einiger Zeit sind die Brötchen und Brote fertig. Спустя некоторое время булочки и хлеба готовы. Dann kommen die ersten Kunden in die Bäckerei. Dann kommen die ersten Kunden in die Bäckerei. Потом в пекарню приходят первые покупатели. Sie kaufen die frischen Backwaren. Sie kaufen die frischen Backwaren. Они Es gibt Brötchen, Brote und auch Kuchen. Es gibt Brötchen, Brote und auch Kuchen. Jetzt булочки, хлеб и торты. Manchmal backt Herr Müller einen schönen Obstkuchen. Manchmal backt Herr Müller einen schönen Obstkuchen. Иногда господин Мюллер печет красивый фруктовый пирог. Oder auch Muffins mit Schokolade. Oder auch Muffins mit Schokolade. Das mögen die Kinder sehr gerne. Das mögen die Kinder sehr gerne. Детям это очень нравится. Wenn alle Kunden bedient sind, räumt Herr Müller auf. Wenn alle Kunden bedient sind, räumt Herr Müller auf. Когда все покупатели обслужены, господин Мюллер er reinigt die maschinen und den ofen er reinigt die maschinen und den ofen Und die maschinen und dann kann er eine kleine pause machen und selbst ein Brötchen essen. Dann kann er eine kleine Pause machen und selbst ein Brötchen essen. Потом он может сделать небольшой перерыв и съесть булочку сам. So geht es jeden Tag weiter. So geht es jeden Tag weiter. So jeden Tag. Denn Herr Müller ist Bäcker aus Leidenschaft. Denn Herr Müller ist Bäcker aus Leidenschaft. Потому, und er freut sich wenn den kunden die backwaren schmecken und er freut sich wenn den kunden die backwaren schmecken Его выпечка.